nö. Das müssen wir anders planen. Ist das ärgerlich. Ja, so sieht das schon besser aus. Oh, ja, das nicht. Ja. Machen wir nochmal. Wenn der andere oben geblieben wäre, dann hätten wir das besser hinbekommen. Oh nein. Nein! Ach, bleib da unten, damit wir nochmal. Dürfen wir nochmal? Ja. Danke. Ey. Ach ja. Hammer's? Ich glaube gerade so, ne? Ja! Dann suchen wir uns gleich das nächste. So. Oh. Huch. Ist aber ja nicht so toll. Ach. Jetzt hat er den Arm wieder runtergezogen. Das war aber gemein. Okay, das ist schon besser. Das nicht. Ach ja. Ja. Ah ja. Ach verdammt, zwei dran vorbei, ne? Naja. Das reicht. Dann haben wir noch den letzten hier. Wird ja auch mit der Zeit schwieriger. Das war mir klar. Oh. Oh. Ach ja. Naja. Wir wollen ja nicht die ganze Zeit nur an einem Spiel kleben bleiben. So viel haben wir bekommen? Wow.
Na, zeig mal her. Nüsse. Achso, das. Ja. Ach, hier ist das. Ah. Ich glaube, ich pausiere mal kurz. Ist, glaube ich, besser. Ne? So, dann wollen wir mal weitermachen. Ja. Ich weiß. Oh! Okay. Okay. Ja, das machen wir noch. Genau, das haben wir ja gemacht. Genau. Okay. So, wo sind die denn? Da unten. Ach, ich hätte das mal doch so machen sollen, ne? Ah, aber man erkennt's. Ja, doch. Ach, warum nicht? Ja, wir können sogar schnell hinreisen, also. Machen wir das? Ja. Dann machen wir da mal weiter. Ah, da vorne. Wieso sehen die alle aus, als wenn die miteinander verwandt wären? Ich hätte jemanden anheuern sollen, anstatt selbst zu gehen. Es ist nur der erste Test und ich muss schon Berge überwinden. Ich verdiene was Besseres. Geht es dir gut? Du klingst sehr erschöpft. Jean, sie sieht völlig fertig aus. Machen wir ihr etwas zu essen. Gut. Ich fühle mich wie neugeboren. Nicht schlecht gekocht. Leider war die Qualität der Zutaten und Gewürze nicht die beste, was zu einer trockenen Textur der Speisen führte. Was? Sei bloß nicht so wählerisch. In deiner Lage solltest du essen, was du kriegen kannst. Falsch, falsch. Je härter das Leben ist, desto besser muss man sich ein luxuriöses Leben vorstellen, damit man sich zum Kämpfen motivieren kann. Je mehr es einem an Geld fehlt, desto mehr muss man Wege finden, sich mehr Geld zu leihen. Nein, nicht wirklich. Auf diese Weise erhält man viele Möglichkeiten des Durchbruchs. Das ist die Belohnung, die ich, Madia, die fantastische Spielzeugkönigin, euch geben kann. Eine Geschäftslösung zur Trendwende. Ja. Fantastische Spielzeugkönigin? Das klingt ziemlich eindrucksvoll, aber wenn Paimon sich sein chaotisches Aussehen ansieht, kommt Paimon die Sache doch etwas verdächtig vor. Du bist bankrott, nicht wahr? Ah, wo wisst ihr das? Du warst so ausgehungert, dass du fast in Ohnmacht gefallen wärst. Und als du im Delirium warst, hast du mit dir selbst über Tests und die Einstellung von Leuten gesprochen. Offensichtlich hast du dein Spielzeug noch nicht fertiggestellt, oder? Es muss dir wirklich schlecht gehen, wenn du nicht einmal ans Essen denken kannst. Mist, das klingt so erfolglos. Mein Kicherfuchs befindet sich doch bereits in der letzten Phase der Vorbereitung auf die Produktion. Nachdem die Flugbereichsgrenze des Kicherfuchs ausgemessen wurde, kann die Anleitung so vervollständigt werden, dass sogar eine Pilzbestie sie verstehen könnte. Dann nehme ich einen großen Kredit für die Massproduktion und mache einen riesigen Gewinn. Flugbereichsgrenze und Anleitung, was sagst du da? Taten sagen mehr als 1000 Worte. Ich zeig's euch. Gut, dann probieren wir's aus. Das ist also dein besonderes Spielzeug? Überhaupt nicht wie ein Fuchs? Er sollte vielmehr großohrige Dämmerfruchtbombe, limitierte Edition, blaue Sterne oder so ähnlich heißen. Und warum Kicher? Sein Gesichtsausdruck sieht nicht so aus, als würde er lächeln. Nein, 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 weil sich das Geräusch einer seiner funktionierenden Düse wie er das Kichern von Menschen anhört. Hör zu! Ah ja. Woher mal alles in der Welt kommt sie auf Kichern?
Jean Paimon ist etwas besorgt über ihren mentalen Zustand. Der Kicherfuchs wird von einem kleinen Heißluftballon für den Auftrieb und einer kleinen versteckten Düse für den Schub angetrieben und ist gut manövrierfähig. Stell dir vor, es ist ein Spielzeug, das fliegen kann. Auch Erwachsene können ihm nicht widerstehen und Kinder ohnehin nicht. Ja, innovativ. Das kommt Paimon bekannt vor. Lass Paimon raten. Madias nächste Worte sind: Bitte hilf mir bei den letzten Tests und ich werde dir eine Belohnung geben. Aber Paimon und Jean müssen darüber reden. Schließlich sind wir sehr beschäftigt und es wäre ein Verlust, wenn wir nur eine kleine Belohnung erhalten. Nein, 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 eine kleine Belohnung ist bestimmt nicht genug. Lass mich mal rechnen. 60%, nein, 70% der Gesamtverkäufe von Kicherfuchs in einem Jahr. Ist das gut für euch? 70%, das ist doch zu... So ist es schon eher angemessen. Fantastische Spielzeugkönigin. Kann der Fuchs innerhalb eines Jahres in Serie produziert werden? Das ist der Schlüssel. Wenn ihr eure Tests so schnell wie möglich abschließt, dann kann der Kicherfuchs früher in Produktion und Verkauf gehen und ihr bekommt einen größeren Gewinn. Lasst uns gemeinsam danach streben, unsere Produkte so gut wie möglich zu machen und gemeinsam viel Geld zu verdienen. Ja. Natürlich. Und Paimon ist natürlich mit dabei. Dadurch kommen wir sozusagen in die Spielzeugindustrie und können uns als Unternehmer bezeichnen, richtig? Die Sache duldet keinen Aufschub. Ich habe schon einige Abenteurer befragt und auf Grundlage ihrer Erfahrungen einige Herausforderungen zum Testen der Flugbereichsgrenze aufgestellt. Ich zeige euch, wo sie sind. Ah ja. Die Zukunft von Kicherfuchs und der Marke Fantastische Spielzeugkönigin hängt von euch ab. Ah, na super. Das ist da hinten. Nee, das ist doch schon was anderes, oder nicht? Ich dachte, das wäre hier vorne. Ich bin verwirrt. Falsche Taste. Das ist da hinten. Komisch. Na gut, ich meine, da ist ein Teleportationspunkt, also kommen wir ja dahin. Ich war nur etwas überrascht, weil sie ja da vorne rumhockt. Und die andere stand ja direkt neben der Attraktion. Ah, guck mal an. Bei der Herausforderung Kicherfuchs-Patrouille musst du den Kicherfuchs innerhalb des Zeitlimits ins Ziel manövrieren und so viele Abenteuer-Taler wie möglich sammeln. Ah, so ein Kram ist das. Je mehr Zeit du am Ende übrig hast und je mehr Abenteuer-Taler du sammelst, desto höher ist die Punktzahl, die du am Ende der Herausforderung erhältst. Während der Herausforderung erwarten dich Dreckschmutzfrüchte und Störkristalle, die Störwellen aussenden. Wird der Kicherfuchs von den Dreckschmutzfrüchten oder den Störwellen getroffen, führt dies dazu, dass weniger Zeit für die Herausforderung verbleibt. Was zu einer niedrigen Endpunktzahl führt. Ja, das war mir irgendwie klar. Naja. Ah, ich mag den. Auch wenn die Dings irgendwie ein bisschen weird ist, aber gut. Hui. Muss ich da durch? Oh, das sind die Störwellen. Ich verstehe. Ich habe gedacht, das andere wären die, aber ja. Sehr interessant. Thank you.
Ups. Ah. Ah. Okay. Okay. Also das andere hat mehr Spaß gemacht, aber es war auch interessant. Wahrscheinlich hätten wir es schneller kriegen können, aber... Oh nein, wir haben schon... Okay. Oh. Ja. Natürlich. Ach, die sind überall verteilt. Das auch noch. Okay. Na dann. Ich meine, wir brauchen die Punkte für was anderes. Und wenn wir dafür was kriegen... Nö. Oh, hier. Ja, das sieht doch gut aus. Warte, noch was? Ah, hier. Danach. Das müsste aber da oben sein, ne? Hier irgendwo. Ah, da! Da ist sie doch. Okay. Nein. Ah. Oh. Mitten reingeflogen. Oh. Das war knapp. Wir können den Schub ein bisschen beeinflussen, okay. Ich meine, hätte ich mir eigentlich denken können. Ah! Nicht so häufig machen. Oh, wir sind gleich im Ziel. Jetzt nicht unbedingt Rekorde brechen, aber gut. So, dann gib mal her. Da hinten, aber da waren wir noch gar nicht, ne? Nee, aber wir können ja schon mal einmal verfolgen. Komm ich da hin? Hier war doch irgendwas mit diesen Dings, ne? Mit den Schienen, ne? Irgendwie, irgendwo. Vielleicht ja so. Hm.
Weil irgendwie müssen wir ja da hinkommen. So, wo war nochmal hier die Bahn? Ah, ja, hier. Ruf doch mal. So. Dann wollen wir mal. Mann, wir haben immerhin eine schöne Aussicht. Ich hoffe, ich war auch in die richtige Richtung. Ja, doch, ich glaube schon. Mittlerweile haben wir da Übung dran, ne? Oh. Ach ja, da war ja was. Den Rest machen wir dann zu Fuß. Beziehungsweise mit dem Gleiter. Da haben wir auch noch ein paar Möglichkeiten. Auch wenn die Methode zu reisen sehr schön ist. Nein! Verdammt, da wäre was gewesen. Ich hätte da nicht drauf geachtet. Ich glaube, wir sollten erstmal hier hoch, bevor wir darüber gehen. Ah, guck mal. Was hier alles rumliegt. Nö. Ach Gott, wer bist du denn? Du bist ja süß. Okay, das ist da unten. Schauen wir doch mal. Ach, das wäre da oben weiter gewesen? Wo denn? Ich meine, ich wollte ja eh erstmal den Dings... Ah, nee, ist was anderes. Okay. Ist eh nicht das, wo wir hin wollten. Das ist sehr gut. Da oben ist nur was. Das ist aber in Ordnung.
Oder sowieso erstmal hier hin. Ach da! Convenient. Das ist wirklich sehr praktisch. Haben wir noch? Ah ja. Ah da. Wir sind kurz vom Ziel. Und drinnen. Sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Na, dann zeig doch mal her. Wir sind richtige Abräumer hier. So, das kann ich noch nicht machen, oder wie? Das letzte. Da kommt man doch das letzte machen. Ah, ist wahrscheinlich in einem Bereich, wo wir noch nicht hinkommen, ne? Okay. Was ist das? Ah ja. Gut. Schauen wir uns mal an. Ich glaube, ich pausiere erstmal noch mal ein bisschen. Okay, dann schauen wir mal. Was es damit auf sich hat. Ach, da vorne. Die sehen halt wirklich aus, als wenn die alle miteinander verwandt wären, ne? Liegt das hier an dieser Sphäre. Ich habe es gespürt, was? Jeder Schritt, den du machst, ist wie ein Kriegstanz. Wie schillernd, wie berauschend. Okay. Wenn das Schwert in Flammen über die Seite deines Gesichts streicht, werden die Reflexe in deinen Pupillen zu einer Linie aus feurigem Rotgold. Ah ja. Deine Fußspitzen treten in einem beeindruckenden Rhythmus auf, während du dich anmutig um die Achse der eisigen Barriere drehst. Okay. Im Angesicht der uralten, hölzernen Stadtmauer oder der Armee aus Stahlriesen fangt ihr jeden Augenblick mit einer Schnelligkeit ein, die nicht einmal von einem Pinsel oder Fotoapparat eingefangen werden kann. Aber mehr Komplimente bitte. Diese Kühnheit ist auch etwas, das ich bewundere. Es gibt keinen Zweifel daran, dass ihr sicherlich meine Seelenverwandten werdet. Ah ja. Ich bin La Feinte, der Schwerttänzer. Ich würde gern eure Namen erfahren. Wow, was für ein übertriebener Redestil. Wir sind Paimon und Jean. Obwohl wir wirklich ganz schön stark sind, Herr Lafayette, ist das, was du sagst, so kompliziert, dass Paimon überhaupt nicht versteht, was es bedeutet. Warum bezeichnest du dich als Schwerttänzer, wenn du gar kein Schwert trägst und nicht wie ein Tänzer aussiehst? Eine spitze Frage. Fräulein Paimon will wohl mein Temperament auf die Probe stellen. Ich benutze nicht das greifbare Schwert, sondern die Klinge in meiner Seele als meine Waffe. Wenn der kritische Moment kommt, werde ich meinen Wagemut in alles Nützliche einbauen, sodass ich mich von den Fesseln jeglicher bestimmter Kampfkunst befreien kann. Ah ja.
Niemals die Kleidung betonen, sondern die prächtige Gestalt von dem Moment an, in dem ich das Schlachtfeld betrete, freisetzen bis zu dem Punkt, an dem die elegante Technik alles dominiert. Das bedeutet in etwa eine präzise Zusammenfassung. Aber bitte übersehe nicht die Schlüsselwörter, die den Ton angeben. Wagemut und Eleganz. Aha. Halt, ich hab's verstanden. Ihr habt mich längst überflügelt. Ihr habt diese beiden Worte natürlich in die Tat umgesetzt, ohne es zu beabsichtigen. Dann verlieren wir keine Zeit. Tritt bitte durch dieses Tor und betritt die stolze Bühne der entfesselten Sohlen. Bitte zeigt mir deinen Tanz. Dein Fräulein Idia werden auf der Bühne der entfesselten Sohlen alle möglichen mächtigen Feinde als Phantome wieder auftauchen und versuchen, dich zu besiegen. In dem Moment, in dem du im Wagemut deines Herzens aufgehst, wirst du in der Lage sein, das mächtigste Schwert in deinem Herzen zu ziehen und die stärksten Gegner mit unaufhaltsamer Kraft zu besiegen. Das ist eine Kampfesprüfung, bei der es hochhergeht. Ganz genau, was für ein stimmiges Gespräch. Bravo! Also dann bleibe ich hier in Kontemplation und warte auf deine gute Nachricht. Ich wünsche dir gute Unterhaltung bei diesem einzigartigen Tanz des Schwertkampfes. Aha. Warum hat Palmon das Gefühl, dass du dich langsam mit ihm verständigen kannst? Nein, nicht wirklich. Palmon ist gerade aufgefallen, dass Herr Lafeinte uns anscheinend für unsere fortgeschrittene Kampffähigkeiten lobte, richtig? Er verwaltet eine geheime Sphäre der Kampfprüfung und will uns kämpfen sehen. Nun, Palmon glaubt, dass wir das für ihn tun können. Es ist nur so, dass Herr Lafeinte eine etwas merkwürdige Denkweise hat und den Kampf mit einem Tanz gleichsetzen würde. Es ist doch eine besondere Fähigkeit, sehr einfache Dinge besonders tiefgründig klingen zu lassen, nicht wahr? Wenn du lernst, so zu reden, kannst du jeden bei der ersten Begegnung verblüffen. Jedenfalls ist er sehr gut darin, uns Komplimente zu machen. Hey, diese Komplimente sind nur ein weiterer Trick von ihm, um uns dazu zu bringen, das zu tun, was er von uns will. Sprich mehr mit ihm, dann kannst du auch diesen Trick begreifen. Ah ja. Dann lass uns einen wunderbaren, lustigen Kampf auf der Bühne der entfesselten Sohlen haben. Palmon ist gespannt, was für übertriebene Komplimente Herr Lafeinte uns geben wird. Jean, notiere dir seine Worte, wenn er spricht. Vielleicht wird er es eines Tages nützlich sein. Ah ja.